Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening präsentieren. Wir machen nämlich wieder eine Mythic Plus Kiste und eine PvP Weekly Chest auf. Und dazu war ich letzte Woche schon wieder fleißig. Und diesmal stimmt es wirklich, dass ich fleißig war. Und zwar, ich habe jetzt alle Dings fertig gemacht. Alle Mythisch Plus Dungeons auf 15 oder halt 16er, also dass man sie halt 15 In-Time hat. Das höchste war eine 16er, die ich gelaufen bin. Und ich glaube, ich bin hier den Schrein der Stürme, so heißt der Sterne, hätte ich jetzt fast gesagt, dem ich glaube ich 7 Mal gelaufen. 7 fucking Mal habe ich diese Instanz gelaufen, bis ich es mal mit einer Random-Gruppe In-Time geschafft habe. Ich habe leider den Key selber nicht gehabt. Und dementsprechend habe ich jetzt mein Meta-Achievement, hier dieses Gedöns hier, alle In-Time 15 und das 10er habe ich gleichzeitig gekriegt, was ein bisschen peinlich ist. Und ja, jetzt können wir quasi die Kiste aufmachen und schauen, was ich da rauskriege. Jetzt werde ich die nächsten Wochen nur noch immer ne Ding laufen. Oh, ich habe eine Waffe gekriegt, 440. Oh, die ist eigentlich leckst du dir die Finger nach der Waffe, ne? Eigentlich. 440, Mastery Versa, Bistats, ne? Aber tatsächlich ist die Waffe, die ich habe, ein Stück besser, weil ich zum einen gut 5 Item level, ne, das macht bei einer Waffe tatsächlich viel aus, wegen dem Waffendamage, aber ich habe halt auch noch diesen Proc-Effekt drauf, der sehr gut ist und zusätzlich noch einen Sockel, was halt auch sehr, sehr schön ist. Na gut, auf der Waffe macht der jetzt im Verhältnis nicht so viel aus, aber die 5 Item level und vor allem der Proc-Effekt sind halt sehr krass, wobei das wahrscheinlich defensiv die bessere Waffe wäre, also defensiv könnte man die tatsächlich anziehen. Gut. Und ich habe 22.400 Dings bekommen. Titanresidium heißt, nächste Woche kann ich mir dann wahrscheinlich wieder ein Teil kaufen. So, jetzt kommt eigentlich das wichtigere Ding, und zwar die PvP-Kiste. Denn in der PvP-Kiste müssten meine letzten Abzeichen drin sein. Jetzt schauen wir mal rein. Gucken wir mal. Was habe ich gekriegt? Ein 15er Riesenfluss. Hier. Habe ich jetzt... Ja, nice. Jetzt habe ich 15 Stück zusammen, ne? Jetzt habe ich die letzte Dreier-Essenz und jetzt müsste es dann ein Achievement geben. Und zwar, mir fehlt ja nur noch die hier auf Stufe 3 und mit der spiele ich tatsächlich auch im Raid. Also die ist tatsächlich wichtig, die Essenz. Und dann gibt es auch ein Achievement, wenn du alle auf Minimum episch hast. Und wie ihr seht, ich habe jetzt mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5, 6 auf Legendary und 1, 2, 3, 4, 5, also das ist jetzt dann quasi die letzte, dann auf Episch. Und ja, so langsam wird es, es gibt halt dann auch ein Achievement, oder besser gesagt, eigentlich eine Heldentat, ein Achievement ist es ja nicht, was keine Punkte bringt, wenn man alle auf Legendary hat. Aber, ja, das könnte schwierig werden, sagen wir es mal so. Mal gucken, ob ich das irgendwann hinkriege. Ich arbeite auf jeden Fall dran, ja. Und jetzt schauen wir mal. So, und zwar, das kann ich dann noch in den Scrapper packen. Und zwar gehen wir jetzt einmal hier hin, setzen die... Wo ist das denn jetzt hin? Ja. Ah, hier oben ist es. Setzen das einmal ein, dann müsste das hier gleich episch werden. Vielleicht zockle ich sicherheitsweise nochmal rein. Manchmal packen so Sachen. Das hier reinpack und dann nochmal... Was hast du denn? Ich glaube, du hast mehr Dinger, oder? Mehr Stapel insgesamt. Bis zu 8 Mal, genau. Davor war es, glaube ich, irgendwie 5 Mal oder so. Das sind jetzt dann... Oder 6 Mal? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall sind es jetzt ein paar mehr Stapel. Das ist schon mal ganz nice. Und ich habe jetzt hier das Achievement gekriegt, dass ich alle quasi Essenzen auf dem epischen Rang habe. Und wenn wir jetzt reingucken, jetzt fehlen mir nicht mehr so viele Achievements. Jetzt sind es noch 11. 11 Erfolge sind es noch, die ich brauche. Dann habe ich alle. Nee, das gab Punkte. Das ist das quasi das Epische. Und es gibt aber danach noch, wie gesagt, eine Heldentat. Heldentaten werden ja nicht angezeigt, wenn man alle auf Legendary hat. Und das bringt halt keine Punkte, genau. Aber wenn wir jetzt gucken, viel fehlt mir halt jetzt nicht mehr, ne? Da muss ich auf diese komische Warfront noch warten. Ein paar andere Wartegeschichten, beziehungsweise jetzt halt noch ein paar Bosskills. Und dann bin ich mit den Achievements durch. 11 sind es nur an der Zahl, also das ist überschaubar. Ja, gut, das war's soweit mit dem Opening. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Telar, bis zum nächsten Mal. Ciao.